Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Damals in Jerusalem riefen Menschen Jesus bei seinem Einzug zu: Hosanna, dem Sohn Davids.
Sie legten ihre Kleider für den König auf den Weg und grüßten ihn mit Palmenzweigen. Zu Beginn dieser heiligen Woche wollen wir unsere Palmzweige segnen. So beten wir: Allmächtiger und ewiger Gott, wir bitten dich, segne diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Allmächtiger Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, er führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser Fleisch angenommen. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Philipper. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit hörte die Volksmenge, die sich zum Osterfest eingefunden hatte, dass Jesus nach Jerusalem komme. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen. Sie riefen: Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es in der Schrift heißt: Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn in der Schrift stand und dass man so an ihm gehandelt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wie hieß es da gerade eben in der Lesung? Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, das Leben haben, Frieden haben, Heil haben. Dieses Jerusalem heißt auf Deutsch Stadt des Friedens. Jerusalem war zur Zeit Jesu allerdings alles andere eine Stadt des Friedens. Da stießen die Fronten zusammen, da wurde hart und unerbittlich gekämpft und letztendlich ist es bis heute nichts anderes. Auch heute noch ist der Konflikt und der Spalt zwischen Israelis und Palästinensern in der heiligen Stadt, in dieser Stadt des Friedens, groß und es wird nach wie vor gekämpft. Damals, als Jesus begleitet von begeisterten Menschen von Ölberg hinunter zum Tempelberg zog, da war Jerusalem, so wie heute, keine Stadt des Friedens. Da gab es Anstände, dauernd Streit zwischen den Römern und den Juden und da wurden tagtäglich Menschen ermordet, gekreuzigt, einfach aus dem Grund, weil sie nicht in das System der Römer auf der einen Seite oder der Schriftgelehrten und Pharisäer auf der anderen Seite hineinpassten. Jesus hatte den Menschen einen Weg des Friedens gezeigt, und er ist diesen Weg bis zum bitteren Ende konsequent durchgegangen. Und noch sterbend betete er für seine Feinde und sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mitten in diesem Leid, blutend aus vielen Wunden unter furchtbaren Schmerzen, bittet er um Vergebung für die, die ihm dieses Leid zugefügt haben. Und ich glaube, das kann im Letzten nur einer tun, der wirklich im Frieden mit sich selbst und auch im Frieden mit Gott lebt. Dieser Friede ist eine Gabe Gottes, eine Kraft der Liebe, die will, dass andere, ja sogar die Feinde, leben können und das sogar im Frieden. Wenn wir heute Jesus begrüßen, unseren Friedenskönig, ihn begleiten bei seinem Einzug in Jerusalem, dann erinnern wir uns an die Geschichte Gottes mit den Menschen, wo der grüne Zweig zum ersten Mal vorkommt. Als die Taube einen grünen Zweig in die Arche brachte, genau da wusste Noah, dass Gott der Welt neues Leben geschenkt hatte, dass Friede zwischen Gott und den Menschen ist. Die grünen Zweige, mit denen die Menschen damals, manchmal auch heute, Jesus begleiteten, sie sind Zeichen der Hoffnung. Sie sind Zeichen des Friedens, sie sind Zeichen eines neuen Lebens. Von Jesus erhoffen sich die Menschen Frieden und neues Leben damals wie heute. Und Jesus, der im Frieden mit sich selbst und mit Gott gelebt und gelitten hat, er ist diesen Weg des Friedens auch durch die Hölle von Leid und Schmerz gegangen bis hinein in den Tod. Jesu Weg ist ein Weg des Friedens und der Liebe bis zum Tod, aber es ist auch ein Weg der Liebe und des Lebens für uns alle. In der Auferstehung hat Gott ein für alle Mal bestätigt, dass der Weg Jesu, dieser Weg des Friedens zum Leben führt und dass der Weg der Gewalt, der Brutalität und des Hasses
immer ein Irrweg bleibt. Die Liebe wird am Ende stärker sein als der Tod. Heute ehren wir diesen Jesus als unseren Friedenskönig. Mit ihm wollen wir den Weg des Friedens gehen in unserer leider Gottes friedlosen Welt. Wir glauben und hoffen, dass dieser Weg neues Leben für uns und für die Welt bringen wird. Wer den Weg des Friedens geht, der wagt immer den ersten Schritt zur Versöhnung. Er oder sie pocht nicht auf die eigenen Rechte, verurteilt andere nicht, sondern setzt sich konsequent und bedingungslos für das Leben der Menschen ein und für eine gemeinsame Zukunft hier auf dieser Welt. Wir alle leben aus seiner Vergebung und aus seinem Frieden. Von ihm können wir uns beschenken lassen, von mit ihm können wir den Weg des Friedens gehen, damit wirklich alle Menschen endlich mal auf einen grünen Zweig kommen, Heil finden, Leben finden durch Christus, der uns diesen Weg vorausgegangen ist. Amen. Seinem Einzug in Jerusalem jubeln die Menschen Jesus zu. Nur wenige Tage später warten Verrat, Folter und Tod am Kreuz auf ihn. Auch in unserer Zeit ertragen Menschen großes Leid und sind von einem gewaltsamen Tod bedroht. Mit ihnen und für sie tragen wir unsere Bitten zu Jesus Christus, der Leben und Hoffnung schenkt. Wir beten für die Menschen in den Kriegsregionen der Ukraine, besonders für die Verletzten, Vermissten und ihre Familien, für alle, die vor Ort medizinische und soziale Hilfe leisten, für alle, die neben militärischer Unterstützung mehr Einsatz für spürbare Friedensbemühungen anmahnen. Jesus Christus, Hoffnung und Leben, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen in Gaza, denen das Notwendigste zum Überleben fehlt.
für alle, die eine militärische Offensive Israels in dieser Region fürchten, für alle Helferinnen und Helfer, die ihnen weiterhin beistehen und Hoffnung schenken. Jesus Christus, Hoffnung und Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Schwestern und Brüder im Heiligen Land, dort, wo Jesus selbst als Mensch gelebt und gewirkt hat. Für alle, die die christlichen Gemeinschaften unterstützen, damit sie weiter dort leben können. Jesus Christus, Hoffnung und Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen, die in wirtschaftlich bedrohten Bereichen tätig sind und sich in ihren Sorgen nicht wahrgenommen fühlen. Für Fachkräfte im Gesundheitswesen und in der Justiz, die vor Gefahren einer liberaleren Drogenpolitik warnen. Für alle Verantwortlichen in europäischen Ländern, die menschenfreundliche Lösungen für die Probleme unserer Zeit suchen. Jesus Christus, Hoffnung und Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Menschen, die das Ende der österlichen Bußzeit bewusst miterleben. Für alle, die sich in den Feiern der Karwoche auf das Leiden und den Tod Jesu einlassen, um das Geheimnis der Auferstehung neu zu verstehen. Jesus Christus, Hoffnung und Leben, wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser menschliches Leben geteilt hast bis zum Tod am Kreuz. Du hast uns den Weg zum Vater gezeigt. Dich loben und preisen wir, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Herr, unser Gott, schenke uns Verzeihung durch das Leiden deines Sohnes. Wir haben sie zwar durch unsere Taten nicht verdient, aber wir vertrauen auf dein Erbarmen. Darum versöhne uns mit dir durch das einzigartige Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen.
Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, da nahm er das Brot und sagte Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und wir erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Mach uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen. Deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, der heiligen Barbara und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Felix und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Diakone, Ordensleute und Eheleute, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Beten wir für die Kinder, die in dieser Woche hier bei uns geboren worden sind. Wir beten für Dura, Hanna, Aruna, Vincent, Nele, Berat, Milosch, Sabine und Arvid. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. So beten wir für die Verstorbenen dieser Woche. Wir beten für Daniele Peruzzo, Melita Langer, Werner Prinz, Margret Morawitz und Helmut Bülling. Wir bitten dich, nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, einmal zu Tisch sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Beten wir miteinander und füreinander, so wie Christus selbst es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern sieh auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns im heiligen Mahl gestärkt. Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer irdischen Pilgerschaft zu erreichen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Der segne und behüte euch und begleite euch durch diese heilige Woche, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dann wünsche ich allen natürlich noch einen schönen, ruhigen, erholsamen Sonntag und einen guten Start in die diesjährige Karwoche. Und wer das in besonderer Weise tun möchte, ist herzlich eingeladen. Morgen Abend um 17 Uhr feiern wir hier in der Kapelle die Bußandacht. Morgen Abend 17 Uhr und machen dann mit dem grünen Donnerstag weiter, am Donnerstag um 18 Uhr und dann der Karfreitag um 15 Uhr. Und wer das nochmal nachlesen möchte, vor der Kapellentür müssten noch ein paar Zettel mit den Gottesdienstzeiten liegen. Ja, so wünsche ich allen einen guten Start und Vorbereitung auf Ostern. Dankeschön. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.